Everybody says you're too young, our love is not going on. They say you better go away, cause this love is made of sorrow and pain. Love is enough. Love is enough. I know that love is enough. Love is enough. We can make it through stormy weather. As long as we stay together. Yeah, love is enough. Na, meine kleine Matahari. Was soll denn das? Das ist ein Brief von Uschi an Friedrich. Und das hat dir wieder mal keine Ruhe gelassen. Ich finde das nicht richtig, also los, mach weiter. Das will ich auch wissen. Das gibt's doch nicht. Friedrich kriegt einen Herzinfarkt. Ja. Ruf Uschi an. Ja, Uschi, also dann bis morgen Nachmittag. Ja, tschüss. Warum hast du nichts von dem Brief gesagt? Irgendwas stimmt nicht mit dir. Das ist ja nur seit Jahren meine Rede. Nee, wirklich, sie klang so merkwürdig. Als ob ihr alles egal wäre. Na, jedenfalls kommt sie morgen. Na, ihr zwei, Frau Charlotte hat gebacken und euch Speckkuchen mitgeschickt. Stimmt was nicht? Nö, eigentlich alles in Ordnung. Hallo, Pia. Hallo, Uschi. Sag mal, kannst du mir mal erklären, was Papa hier für eine Bankbürgschaft unterzeichnen soll, von der du in diesem Brief schreibst? Also erstens hast du kein Recht, in Papas Post rumzuschnüffeln. Und du hast kein Recht, Papa mit deinen dauernden Liebschaften in Schwierigkeiten zu bringen. Liebschaften? Du bist doch bloß neidisch. Ach nee. Also du, entschuldige Uschi, weiß Gott nicht. Du hast es noch nie ertragen, dass ich mehr Spaß am Leben habe als du. Ach weißt du, auf den Spaß kann ich sowas von dankend verzichten. Du hast mir ja noch nie was gegönnt, du und dein sauberer Ehemann. Wahrscheinlich kommt ihr euch beide sehr erhaben vor. Jetzt geht das wieder los. Du hast es gerade nötig. Jakob ist bei den Tomanern rausgeflogen. Alina ist 17 und schwanger. 18. Na und? Und du bist zu blöd, um deinen Laden zu führen. Ja, soweit dazu. Was fällt dir eigentlich ein? Du hast doch überhaupt keine Ahnung, hast du. Ach, jetzt verstehe ich. Ich bringe aber eure Pläne durcheinander. Wahrscheinlich wolltet ihr euch klammheimlich Papas Haus unter den Nagel reißen. Aber das schlagt ihr aus dem Kopf. Daraus wird nichts. Nur über meine Leiche. Komm, Uschi, hör auf mit dem Theater. Ja, bitte. Ich bin krank, sterbenskrank. Soll ich dich bemitleiden oder was? Ist das jetzt deine neue Tour? Ja, mir geht's im Moment nicht so besonders. Uschi, hör auf, Theater zu spielen. Weißt du, was das Beste wäre? Dass du den nächsten Zug nimmst und wieder dahin fährst, wo der Pfeffer wächst. Das eine sag ich dir. Ich werde Papa alles erzählen. Da kannst du Gift draufnehmen. Wenn du Papa in irgendwas reinziehst, dann gnade dir Gott. Dann geschieht ein Unglück, das schwöre ich dir. Bist du jetzt fertig? Dann werde ich dir mal was sagen, Schwesterherz. Es ist mir völlig egal, ob du hier rum meckerst oder nicht. Ich will Papa noch mal sehen, bevor ich sterbe. Nimmst du mich mit deinem Auto mit? Na sicher. Na dann los, fahren wir. Ansonsten nehme ich die Straßenbahn. Ja, ich verstehe dich nicht. Wie konntest du nur? Papa, ja, es tut mir ja auch leid. Aber ich hatte so eine böse Vorahnung. Und die sollte sich ja auch bestätigen. Was Uschi da getrieben hat, ist ja wohl das Letzte. Ich wollte lediglich meinen Bekannten helfen. Papa sollte sozusagen pro forma ein Vierteljahr als Bürge fungieren, damit mein Bekannter den Geschäftskredit von der Bank bekommt. Nach den 3 Monaten hätte er das Geld zurückgezahlt. Das glaubst du doch im Traum nicht. Ich wollte Papa die ganze Aufregung ersparen, darum habe ich für ihn unterschrieben. Sag mal, bist du übergeschnappt? Du hast Papas Unterschrift gefälscht, es wird ja immer besser. Sag mal, willst du jetzt fehlende körperliche Attraktivität mit geklautem Geld wettmachen oder was?
Pia, wenn du mich beleidigen willst dazu, es ist mir egal. Meine Tage sind sowieso gezählt. Oh, nee, bitte, ich kann's nicht mehr hören. Leg eine andere Platte auf, ja? Hört endlich auf! Ich bin enttäuscht und erschüttert. Warum tut ihr mir das an? Papa, ich wollte... Halt den Mund! Mach, ich will keinen mehr von euch sehen, macht, dass er rauskommt. Papachen, bitte, lass dir doch erklären. Hört auf! Ihr seid beide gleich, ich will nichts mehr hören. In meinem Reden wird gelogen und betrogen. Du weißt doch überhaupt nicht, was hier los ist. Also gut, wenn ihr nicht geht, dann gehe ich. Und wenn ich wiederkomme, will ich keinen mehr von euch sehen. Na bravo. Dein Fingerspitzengefühl war ja schon immer legendär. Du musst dich gerade melden. Hättest du den Brief nicht hinter meinem Rücken aufgemacht, wäre jetzt alles in bester Ordnung. Ach nee, jetzt bin ich wohl auch noch schuld. Ah ja, klar, war ja immer so. Aber unser Sonnenstäubchen, die unverstandene Lieblingsfrau. Ach, rutsch mir noch einen Buckel runter. Ich fahr nach Hause. Du meinst wohl in das Haus, was... Uschi! Simone ist sich nicht sicher, ob man dem Patienten das zumuten kann. Aber zumindest können wir Herrn Lüdecke sofort ins OP-Programm aufnehmen, wenn wir wissen, wann die Niere kommt. Und die anderen Verletzungen? Dachdecker ist wirklich nicht mein Traumberuf. Frag nicht mal. Sturz aus 10 Meter Höhe. Ja. Jetzt mal im Ernst, bei den anhaltenden Herzrhythmusstörungen und den katastrophalen Werten, ich würde dem Mann auch keine OP zumuten, nicht jetzt. Heilmann? Ach, wir sind in einer wichtigen Besprechung. Ihre Schwägerin? Nicht jetzt. Aber? Keine Aber. Sagen Sie, ich rufe Sie zurück. Das geht nicht. Sie ist ja hier. Gut, dann sagen Sie, ich bin beschäftigt. Denken Sie sich irgendwas aus. Herr Heilmann, Sie scheinen mich nicht richtig zu verstehen. Ihre Schwägerin ist gerade eingeliefert worden. Sie hat einen Kreislaufkollaps. Warum sagen Sie das nicht gleich? Na, ich wollte ja gerade Bescheid sagen. Lässt mich überhaupt nicht richtig zu Wort kommen. Hören Sie sich eigentlich manchmal selber zu, Bachach? Was machst du denn für Sachen? Wie geht's dir? Bloß ein kleiner Schwächeanfall, nicht der Rede wert. Das wollen wir uns erstmal genau ansehen. Oberschwester, EKG vorbereiten und dann großes Labor. Entschuldigung, Arbeit. Was? Hat Dr. Bahre schon veranlasst. Na gut, dann Yvonne, Blutdruck messen. Längst erledigt. Wieso? Ja, Dr. Heimann, beruhigen Sie sich doch erstmal. Und wenn es um die eigene Familie geht? Ja, verstehen wir doch. Ich möchte Sie trotzdem hier behalten, wir checken Sie erstmal richtig durch. Herr Doktor. So tief einatmen. Herr Heilmann. Macht dir keine Sorgen, Roland. Er ist in letzter Zeit öfter mal so ein bisschen trieslich. Liegt wahrscheinlich am Wetter. Ja, lass uns das mal rauskriegen, was da los ist. Herr Heilmann, Frau Fröse ist meine Patientin. Ich werde doch noch ein Wort mit meiner Schwägerin wechseln dürfen. Selbstverständlich, Herr Kollege. Ich werde Frau Fröse jetzt untersuchen. Selbstverständlich. Und, wie geht's ihr? Keine Sorge, ein kleiner Schwächeanfall. Also irgendwie habe ich Angst. Sie reagiert so anders. Sie ist mir richtig fremd. Du weißt doch, Ursula übertreibt gerne ein bisschen. Ja, aber diesmal werde ich das Gefühl nicht los, dass da noch was anderes dahinter steckt. Pia, wenn die Untersuchung abgeschlossen ist, dann wissen wir Bescheid. Frau Fröse? Ja? Obwohl Sie eine Überweisung von Ihrem Hausarzt haben, waren Sie nicht beim Spezialisten? Nein. Ich verstehe das nicht. Sie leiden unter einer Autoimmunkrankheit. Ich weiß. Sie haben starke Schmerzen und Sie wissen ganz genau, dass diese Krankheit langsam aber sicher Ihre Gefäße zerstört. Aber Sie lassen sich nicht behandeln. Wozu denn? Um zu leben. Um zu leben. Soll ich mich für den Rest meines Lebens mit Tabletten vollpumpen? Aufschwemmen wie so ein Hefekloß. Was ist denn daran lebenswert? Frau Fröse, ich will Sie röntgen. Wenn meine Vermutung stimmt, haben wir ein Problem. Wir? Ja, Sie sind jetzt meine Patientin und ich möchte, dass Sie wieder gesund werden. Alles deutet darauf hin, dass wir es mit einem schweren Defekt Ihrer Nieren zu tun haben. Und? Lassen Sie uns doch erstmal die Röntgenbilder abwarten, dann sehen wir weiter. Dr. Bach, ich weiß nicht, ob Sie mich richtig verstanden haben. Es ist mir egal. Jetzt hören Sie mir mal zu. Das ist kein Kinderspiel und sollten Sie es immer noch nicht begriffen haben, Frau Fröse, es geht für Sie um Leben und Tod. Interessiert mich nicht. Solche Leute wie Sie habe ich hier oft.
Sie sind sich der Tragweite der ganzen Angelegenheit überhaupt nicht bewusst. Weil es für mich sowieso keine Rettung mehr gibt. Das stimmt nicht. Im Notfall haben wir immer noch eine Chance. Nierentransplantation. Und wie sind da die Aussichten? Wenn wir eine Spenderniere für Sie bekommen, würde ich sagen, nicht schlecht. Dann denken Sie mal darüber nach. Dr. Bacher, darf ich zu ihr? Gehen Sie ruhig rein. Ach, Frau Heilmann, haben Sie nachher für mich einen Moment? Was? Zeit. Ja. Uschi. Und da ist nichts zu machen. Tut mir leid. Die Linie ist jetzt schon nicht mehr zu retten und die rechte Niere macht auch nicht mehr lange mit. Das System kann jederzeit zusammenbrechen. Du musst mir jetzt keine Vorträge halten. Ich weiß selber, was die Dialysepatienten auszuhalten haben. Was schlägst du vor? Wir sollten Pia untersuchen, ob sie als Spenderin in Frage... Das kannst du ganz schnell vergessen. Wer garantiert denn dir, dass es zu keiner Abstoßreaktion bei Ursula kommt? Kann man durch Immunsuppressiva ausschalten. Das Risiko, das ist viel zu hoch. Wenn man die Tätigkeit des Immunsystems, das kannst du hier gerne nachlesen, unterdrückt, dann muss man sehr genau dosieren. Und, wo liegt das Problem? Bei einer Überdosierung hätte Ursula keine Chance. Der kleinste Schnupfen, der würde sie umbringen. Oh nein, das ist Routine, das haben wir im Griff. Und eine zu geringe Dosierung führt unweigerlich zum Verlust des Organs. Worüber redest denn du eigentlich? Über Pia. Mach dir bloß keine Vorwürfe, Pia. Es ist nicht deine Schuld. Warum sollte ich dir auch glauben? Bei dir weiß man doch nie, ob du die Wahrheit sagst oder nicht. Ach, Pia. Komm mal her, setz dich mal hier zu mir, bitte. Pia, ich brauchte diese Bürgschaft von Papa, weil ich den Kredit brauche. Und ich brauche das Geld, um meinen Freund zu halten. Aber warte! Ich bin sehr krank. Wahrscheinlich werde ich bald sterben. Ich habe das Gleiche, was Tante Erika hatte. Diese Autoimmunkrankheit, die den Körper langsam von innen kaputt macht. Das habe ich ja überhaupt nicht gewusst. Uschi, warum hast du denn nie was gesagt? Ich wollte doch keinem zur Last fallen. Ach, Quatsch. Ich habe nicht das Glück, eine Familie zu haben, so wie du. Und da brauche ich wenigstens einen Kerl, der zu Hause auf mich wartet. Uschi, man kann sich keinen Mann kaufen. Warum denn nicht? Das Schlimmste für eine Frau in meinem Alter ist die Einsamkeit. Ich habe so viel falsch gemacht in meinem Leben. Uschi. Und darum ist das nur legitim, wenn ich das Geld kriege. Selbst wenn ich es anschließend wieder verliere, das ist mir die Sache schon noch wert. Bitte, überleg mal selbst. Früher oder später erben wir das Haus sowieso. Und du weißt ganz genau, dass das weit mehr als 200.000 wert ist. Also reg dich nicht auf. Du kriegst deinen Teil schon noch ab. Uschi, darum geht's hier überhaupt nicht. Du hast Papa betrogen, du hast seine Unterschrift gefälscht. Er hat es einfach nicht verdient, dass wir ihm Sorgen bereiten. Und gerade du, als seine Lieblingstochter, das verstehe ich sowieso nicht. Sei doch nicht so empfindlich. Papa wohnt eh bei dir. Was soll er denn mit dem großen Haus noch? Wir können alle unseren Schnitt machen. Und dann ist es doch gut. Uschi, was bist du bloß für ein Mensch? Und ich, blöde Kuh, wäre fast wieder auf dein Gejammer reingefallen. Und so war es ja immer. Du hast ganz genau aufgepasst, dass du auch ja nicht zu kurz kommst. Aber damit ist jetzt Schluss. Mir persönlich ist es scheißegal, was aus dir wird. Und wenn du hier verreckst. So, das wär's. Das hätten wir mal wieder geschafft. Toll. Gut gemacht, Yvonne. Dankeschön, Oberschwester. Bist du nur noch dahin? So. Guten Tag, meine Damen. Herr Steinbach, hallo. Entschuldigen Sie bitte, haben Sie meine Tochter gesehen? Aber die ist doch auf der Intensiv. Ach, deswegen haben Sie sie in Ihrem Salon nicht gefunden. Aber Ihre Tochter muss schon gut, Yvonne. Ich bringe sie zu Ihnen, Herr Steinbach. Oh, nicht nötig. Wenn Pia was zu tun hat, ist besser, ich störe sie nicht. Herr Steinbach, ich muss vorher was Wichtiges mit Ihnen besprechen. Erschrecken Sie nicht. Ihre Tochter hängt an der Dialyse.
Kommen Sie, ich bringe Sie zu ihr. Bitte schön. Und Ihre Blumen, die stehen wir dann da hinter die Glasscheibe, da kann sie sie sehen. Papa! Was machst du denn hier, mein Kind? Ach, Papa, alles halb so schlimm, wie es aussieht. Ich bin sicher. Ich habe Angst. Ich will nach Hause. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Die wissen hier genau, was sie tun. Ich hatte sogar der Herr Professor damals höchstpersönlich operiert. Ich weiß. Papa, hat Pia dir irgendwas erzählt? Die habe ich heute noch gar nicht gesehen. Papa, wir müssen uns ganz dringend unterhalten. Ich brauche deine Hilfe. Ich tue alles, was ich kann für dich, mein Kind, das weißt du doch. Dann bist du mir also nicht mehr böse. Bist du jetzt noch gar nicht mehr so wichtig. Wär erstmal wieder gesund. Ja. Friedrich, komm mal. Gönn deiner Tochter noch ein bisschen Ruhe. Ich komme dich besuchen, so oft ich kann. Versprochen. Danke, Papa. Es besteht keine akute Lebensgefahr für Ursula. Das Schwierige, er sagt Barra, der ist der Spezialist, ist der Zustand ihrer Nieren. Und was heißt das, Doktor? Durch die Verschleppung des Behandlungsbeginns ist es zu einer irreversiblen Schädigung beider Nieren gekommen, durch den Lupus erythematodes, was eine singuläre medikamentöse Therapie ausschließt. Könntest du uns gewöhnlich Sterblichen das vielleicht so erklären, dass wir es auch verstehen? Uschis Nieren sind kaputt. Und ihr müsst eine neue reinsetzen, nicht? Ja, wir werden über Intertransplant eine neue besorgen. Na, das kann aber ziemlich lange dauern, im schlimmsten Fall einige Jahre. Stimmt das? Ja, und? Ja, und so lange muss sie an der Dialyse bleiben. Wo weißt du das? Hab mit Barach gesprochen. Barach soll sich um seinen eigenen Kram kümmern. Also stimmt das? Ja. Wieso fragst du mich eigentlich nie, wenn es medizinische Probleme gibt, sondern rennst dauernd zu Barach? Weil du aus jeder Mücke gleich einen Elefanten machst, mein Süßer. Was soll denn daran schlecht sein, wenn ich mir Sorgen um die Familie mache? Ich habe den Barach gefragt, weil er ja nun mal der Spezialist auf diesem Gebiet ist. Und er hat mir gesagt, dass es so lange Wartezeiten gibt. Und hat er dir auch gesagt, dass sich die Wartezeit ausklammern lässt, wenn man einen nahen Verwandten als Nierenspender findet? Na, das hat er dir nicht gesagt, der Spezialist Barach. Na, da ist doch alles klar. Das ist klar. Ja, ich werde Uschi eine Niere spenden. Das wirst du nicht. Wieso denn nicht? Das lass ich nicht zu. Ach so, das lässt du nicht zu. Und was willst du stattdessen machen? Mich einsperren? Du wirst schon von alleine wieder vernünftig werden und zur Not werde ich dich auch einsperren. Ach, Herr Steinberg. Professor, entschuldigen Sie bitte. Schön, Sie zu sehen. Wollten Sie zu mir? Ja, die Oberschwester, ich wollte mich Ihnen zur Verfügung stellen. Ah ja. Und darf ich fragen, wozu? Wenn meine Tochter eine Niere braucht, dann nehmen Sie doch eine von meinen. Das ist ja sehr mutig von Ihnen, Herr Steinbach, aber bitte, das geht leider nicht. Ja, wieso? Ich habe keine Angst. Das glaube ich Ihnen. Aber Sie nehmen mir das bitte nicht übel. Für eine Nierenentnahme sind Sie zu alt. Die Grenze liegt bei 70 Jahren. Herr Professor, die paar Jahre lassen wir doch locker unter den Tisch fallen. Das merkt gar niemand. Ja, da kennen Sie aber meine Verwaltungsdirektorin, die Frau Marquardt, schlecht. Die nimmt diese Dinge sehr genau. So wie die Frau Charlotte? Schlimmer, Herr Steinbach. Schlimmer. Und dann lassen wir das lieber. Ja. Warum bist du denn schon im Bett? Weil ich müde bin. Und lenk jetzt mal nicht ab. Wie wirst du dich entscheiden? Weiß ich doch nicht. Wie man's macht, macht man's falsch. Am meisten tut mir Papa leid, dass Uschi ihm sowas antut. Dein Vater wirft so schnell nichts um. Außerdem schadet's nicht, wenn man ihm mal die Augen öffnet über seine Lieblingstochter Ursula. Du bist doch gemein. Uschi ist einsam. Sie wollte bestimmt niemandem wehtun. Ach, ich kenne doch meine Schwester. Das sind ja völlig neue Töne. Nimmst du sie in Schutz? Quatsch. Aber das Ganze war sicher eher so eine Art Verzweiflungstat. Hat
Dann war das wohl auch nur aus reiner Verzweiflung, als du einen Brief geöffnet hast, der dich nichts angeht. Was hat denn das jetzt damit zu tun? Du hast mich ja schließlich auch noch dazu angestiftet, schon vergessen? Das stimmt überhaupt nicht. Du musst deinem Vater mal die Augen öffnen über seine beiden Töchter. Die eine ist ja schlimmer als die andere. Du altes Scheusal! Das Alte musst du zurück. Aber Herr Professor, ich habe jemanden gefunden, der hat die gleiche Blutgruppe, der will mit die Niere spenden. Aber er will 30.000 Mark. Na, da bin ich ja sehr beruhigt. Ja, da können wir die Niere rausnehmen. Herr Steinbach, jetzt gehen Sie mal wieder schön nach Hause. Daraus wird nämlich nichts. Aber... Die Gesetze erlauben nur die freiwillige Spende von Familienangehörigen. Damit von vornherein jeglicher Missbrauch ausgeschlossen wird. Aber... Kein Wenn und Aber, Herr Steinbach. Tut mir leid, dass ich Ihnen das sozusagen auf nüchternen Magen präsentieren muss. Aber wir haben jetzt Ihre Werte. Und? Spannen Sie mich doch nicht so auf die Folter. Die Funktion beider Nieren reicht nicht mehr aus. Sie werden sich an die Dialyse gewöhnen müssen. Selbstverständlich werden wir Ihnen in der nächsten Zeit einen dauerhaften Schand legen müssen. Das bedeutet, dass wir... Das will ich jetzt lieber nicht wissen, was das bedeutet. Sagen Sie mir es erst, wenn es soweit ist. Na los, Doktor. Was haben Sie noch herausgefunden? Ich kann jetzt nichts mehr aus der Ruhe bringen. Es wird eine Weile dauern, bis wir Ihnen eine Ersatzniere beschaffen können. Das heißt, dass ich so lange in diesen Schläuchen und Drähten bleiben muss? Das kann ich Ihnen leider nicht ersparen. Und wie lange werde ich so ein menschlicher Roboter sein? Das kommt ganz darauf an. Eine Zeit lang wird es schon nötig sein. Aber dafür leben Sie weiter, Frau Fröse. Ich möchte jetzt gerne allein sein. Ich erwarte Besuch. Papa, ich wusste gar nicht, dass du in der Klinik bist. Gibt's was Neues von Uschi? Uschi wird sterben. Uschi wird nicht sterben. Die Ärzte tun alles, um ihr Leben zu retten. Ich kann dieses Geschwätz nicht mehr hören. Die Ärzte tun alles. Aber es kommt nichts dabei heraus. Wir müssen eben abwarten. Ja. Du bist jetzt die Einzige, die nur helfen kann. Rette Uschis Leben. Ich will davon nichts mehr hören. Aber die Blutgruppen sind identisch. Ich habe doch in den Akten nachgesehen, die wir von Ihrer Frau hier haben. Sie ist völlig gesund. Sie ist geradezu ideal. Ja, aber ich habe Nein gesagt. Tag, Dr. Bacher. Tag. Was ist mit dem los? Habt ihr euch gezankt? Uschi braucht dringend eine Nierentransplantation. Der Fall ist viel akuter, als wir gedacht haben. Was? Und Bacher will, dass du... ihr eine Niere abgibst. Da habe ich ihm gesagt, dass das überhaupt nicht in Frage kommt. Das ist doch eine Unverschämtheit. Da sind wir endlich mal einer Meinung. Roland, du kannst doch nicht einfach über meinen Kopf hinweg entscheiden, was ich zu tun und zu lassen habe. Ich weiß doch, was das Beste für dich ist. Roland, was das Beste für mich ist, entscheide immer noch ich ganz alleine. Und wenn es etwas zu besprechen gibt, was in irgendeiner Form mit mir zu tun hat, dann erwarte ich, dass man das gefälligst auch mit mir bespricht. Ist das klar? Gut. Dringend nach Las Vegas muss, es wird länger dauern als geplant. Das ist ja wirklich eindeutig. Uschi, wein doch nicht. So einer ist es doch gar nicht wert. Jetzt bin ich nicht nur krank und habe kein Geld. Jetzt bin ich auch wieder allein. Das stimmt doch gar nicht. Ich bin ja wohl da. Und Papa ist auch da. Ach, ihr könnt mir da auch nicht mehr helfen. Da wäre ich mir gar nicht so sicher.
Wie meinst du das? Ich rede mit Dr. Barach. Es gibt noch eine Möglichkeit, Nierentransplantation. Ja, das hat Dr. Barach mir auch schon vorgeschlagen. Aber ich habe nicht mehr die Zeit zu warten, bis irgendwer mir eine Niere spendiert. Vielleicht kann ich dir ja eine Niere von mir abgeben. Was? Was würdest du für mich tun? Obwohl ich dich immer so mies behandelt habe. Also ich weiß auch nicht genau, warum ich das nach der Geschichte mit der Bank noch machen würde. Aber schließlich bist du doch meine Schwester. Oh, Pia. Oh, nein. Was ist denn hier los, Yvonne? Ich habe ihrer Frau Blut abgenommen. Wie kommen Sie dazu, meiner Frau Blut abzunehmen? Roland! Halt dich da bitte raus. Das hat Dr. Barach angeordnet. Barach hat überhaupt nichts anzuordnen. Roland, jetzt bleib mal vernünftig, ja? Wenn hier einer unvernünftig ist, dann bist du das. Hast du dir genau überlegt, worauf du dich einlässt? Es ist nur eine Untersuchung, ob ich überhaupt für Uschi als Nierenspenderin in Frage komme. Weiter nichts. Das kannst du nicht machen. Denk mal an Adelina, an das Baby. Die brauchen dich, die brauchen deine Hilfe. Was ist denn, wenn dir irgendwas passiert? Wenn du einen Unfall hast, dann hängst du dein ganzes Leben lang an der Dialyse. Und wo das hinführt, muss ich dir nicht erklären. Ich hab's Uschi aber schon versprochen. Hättest sie mal sehen sollen. Sie war natürlich voller Dankbarkeit und Hoffnung. Überleg's dir nochmal. Was weißt du denn, ob du diese Erbkrankheit auch in dir hast? Ja. Wenn's dich nicht mehr gibt, dann will ich auch nie mehr. So was darfst du nicht sagen. Barach, wo wollen Sie ihn hin? Warten Sie, ich muss mit Ihnen reden. Friedrich, kommen Sie mit nach Hause. Oh, sehr schick. Oh, Dr. Barach, kommen Sie rein. Was kann ich denn für Sie tun? Neuer Haarschnitt? Nein. Lassen Sie mal, trotzdem danke, Frau Heilmann, ich muss noch mal mit Ihnen reden. Ich denke, vor einem Eingriff sollten wir noch einmal sämtliche Faktoren gründlich prüfen. Ach so. Ah, ich verstehe, ja. Kommen Sie doch mal hin. Ja. Was ich sagen will, Tatsache ist, dass Ihre Schwester unter einer Immunerkrankung leidet. Ja. Mein Mann hat schon sehr eingehend mit mir über diese Krankheit gesprochen. Sehr gut, dann kann ich mir das sparen. Ich hoffe, Sie wissen auch, dass der Lupus eine Erbkrankheit ist. Ja, auch das hat Roland gesagt. Hm? Aha. Ja. Was ich sagen will, Sie könnten auch davon befallen werden. Auszuschließen ist das nicht, und wenn Sie dann nur eine Niere hätten... Dann könnte das kritisch werden, wollten Sie sagen. Ganz recht. Nach eingehender Prüfung sämtlicher Fakten bin ich dann zu dem Schluss gekommen, es wäre viel besser für Sie, Sie ließen sich. Sie würden diesen Eingriff nicht vornehmen lassen. Sind Sie jetzt fertig? Ja. Kann ich Sie jetzt auch was fragen? Was passiert, wenn meine Schwester keine Spenderniere findet? Naja. Wie lange wird sie an der Dialyse bleiben müssen? So lange, bis für ihre Schwester eine Spenderniere gefunden wird. Schätzungsweise einige Jahre wird das dauern und dann... Ja, in dieser Zeit können da Komplikationen auftreten. Bluthochdruck, Herzinsuffizienz, erhöhte Infektanfälligkeit, insbesondere durch das Magengeschwür, ist es schwierig, eine intensive Therapie durchzuführen. Kann durch eines dieser Dinge der Tod eintreten? Ja. Dr. Barach, ich danke Ihnen für Ihre Offenheit. Aber es wäre mir ganz lieb, wenn ich noch mal über die Sache nachdenken könnte. Selbstverständlich. Ach, und Herr Barach, versuchen Sie ja nicht, mir die Sache auszureden. Verstehe nicht. Ich weiß ganz genau, dass Roland Sie geschickt hat. Sie müssen auch seine Lage verstehen. Er macht sich Sorgen. Ich mache mir auch Sorgen. Dr. Barach, vielleicht verstehen Sie auch meine Lage. In diesem Sinne. Wiedersehen. Wiedersehen. Hallo Mama.
Jakob, na, du bist ja pünktlich. Wollen wir was essen gehen? Gibt heute Bratwurst mit Sauerkraut. Das magst du doch, oder? Und kann ich auch Tante Uschi eine Niere geben? Wenn ich dann groß bin, gebe ich dir auch eine. Herr Steinbach, wo kommen Sie denn jetzt her? Mittag war um 12. Ich hab sowieso keinen Hunger. Ach, du, legen Sie doch erst mal ab. Was haben Sie denn, Herr Steinbach? Was ist denn los mit Ihnen? Meine Tochter ist im Krankenhaus. Pia? Nein, Uschi. Was hat sie denn? Sie braucht eine neue Niere. Oh, nun lassen Sie mal nicht den Kopf hängen. Ja, Sie haben gut reden. Ich mache mir große Sorgen um meine Tochter. Wenn Sie das geschehen hätten, wie sie da liegt, alle diese Schläuche und Drähte und Maschinen. Wissen Sie was, Herr Steinbach? Ich mache uns jetzt einen schönen Kaffee. Und dann erzählen Sie mir mal die ganze Geschichte von vorne, ja? Hallo, Katrin. Pia, kommen Sie doch bitte rein. Entschuldigung, dass ich Sie einfach so überfalle. Sie haben aber eine hübsche Wohnung. Ja, ich will auch gar nicht lange stören. Bitte sehr. Ich bräuchte Ihren Rat. Es geht um Ihre Schwester. Was soll ich tun? Ach, Pia. Ich könnte Ihnen jetzt einen medizinischen Vortrag halten. Ich könnte Ihnen jetzt viel erzählen, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass Sie allein diese Entscheidung treffen müssen. Und die kann Ihnen niemand abnehmen. Ich schaffe das nicht. Doch, das schaffen Sie. Weil es Ihr Leben ist, das sich ändern muss, wenn Sie diesen Eingriff vornehmen lassen. Und weil es Ihre Schwester ist. Ich kann das Problem nicht für Sie lösen mit einem pauschalen Ratschlag. Aber was soll ich denn bloß machen? Meine Großmutter hat in solchen Situationen immer gesagt, befrage dein Herz und... dann befrage deinen Verstand und wäge beides gegeneinander ab. Wissen Sie, Herr Steinbach, nach allem, was Sie mir da erzählt haben, ich habe immer gedacht, dass Sie in Ihrem Alter ein bisschen gescheiter wären. Was habe ich denn schon wieder falsch gemacht? Sie haben das Gemüt von einem Schrankenwärter. Wenn der Zug kommt, Schranke runter, egal was kommt. Mir bleibt keine andere Wahl, wenn ich Uschi retten will. Ach, und um die eine Tochter zu retten, da verurteilen Sie die andere Tochter zum Tode, hm? Was sind Sie denn bloß für ein Vater? Ich bin ein lebender Vater. Ein Rabenvater sind Sie. Geht dieser Mann los und will auf dem Wochenmarkt eine Niere kaufen? Ist doch total verrückt. Ja, es war unüberlegt. Unüberlegt? Sie haben großes Glück gehabt, mein Lieber, dass Professor Simoni die Sache mit Humor genommen hat. Was soll ich denn bloß jetzt tun? Sehen Sie es doch ein, Herr Steinbach, Sie können nichts tun. Dr. Barrach hat... Ach, diese Ärzte sind doch auch nicht allwissend. Und ich halte sowieso nichts davon, wenn man Schicksal spielt. Jeder hat seine Zeit. Und es ist gut, dass man nicht weiß, wann diese Zeit um ist. Aber... Herr Steinbach, auch wenn es uns das Herz zerreißt, das Leben ist nun mal so eingerichtet. Und Mama. Das habe ich aber sehr schön, also ich finde, sehr, schön ich gekauft. Sehr schön gekauft. Ja. Ich finde überhaupt, es war eine gute Idee, noch mal rauszugehen, mein Liebster. Ich habe gute Ideen. Wie findest du mich? Oh, Entschuldigung, ich habe gerade an Maya gedacht, die hat gesagt, wenn Frauen traurig sind, dann müssen sie unbedingt shoppen gehen. Was ist denn? Maya, was die jetzt wohl macht? Du, die sitzt auf ihrer Wolke 7, baumelt mit den Beinen und schüttelt den ganzen Tag den Kopf über uns. Und
unser hektisches Treiben. Möchtest du noch einen Mantel? Hey, der wäre doch was für Friedrich, oder? Ja, oder der hier für das Enkelchen. Wie süß. Du? Ja. Ich wollte dir noch was sagen. Was denn? Danke. Bitte. Wofür denn? Für diesen wunderschönen Abend. Ja, das ist gerne geschehen. Obwohl es war ziemlich sündhaft teuer. Dein neuer Mantel, mein neuer Mantel, Geschenke für Alina und Jakob. Das Abendessen und dann dein neuer Schlafanzug. Weißt du, was du bist? Ja, ich bin ziemlich netter, großzügiger, überaus sympathischer. Knickriger alter Geizkragen bist du. Ich habe manchmal das Gefühl, ich werde in der Familie nicht genug verehrt. So, wie würdest du dich denn bezeichnen? Ich bin eher sparsam und sündhaft. Dr. Bahar, ich will dieses Leben nicht an Schläuchen und Drähten. Viele Menschen sind dialysepflichtig und haben auch lernen müssen, damit umzugehen. Hören Sie doch auf mit dem Gerede. Helfen Sie mir lieber. Ich habe Schmerzen. Warum beenden wir nicht einfach das Ganze? Die Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen. Ich will nicht mehr. Verstehen Sie denn das nicht? Bitte, Frau Fröse. Ich wollte mein Leben genießen. Nicht am Tropf hängen bis ans Lebensende. Ich habe das Recht, die Behandlung zu beenden als Patient. Das finde ich unfair. Woher nehmen Sie eigentlich das Recht, sich aufzuführen wie ein ungezogenes Kind? Ihr Vater und Ihre Schwester haben alles in Bewegung gesetzt, um Ihnen zu helfen. Und ich werde es als Arzt nicht zulassen, dass Sie durch Ablehnung der Therapie Ihr Leben so einfach wegwerfen. Aber ich habe auch nicht das Recht, das Leben meiner Schwester zu zerstören. Oder glauben Sie, ich will mir eines Tages vorwerfen lassen, dass mein Leben gerettet wurde? Auf Kosten des Lebens meiner Schwester. Begreift ihr das nicht? Ich will Pia so, wie sie ist. Warum lässt sie nicht mit sich reden? Vielleicht, weil es ihre Entscheidung ist. Und weil auch du sie ihr nicht abnehmen kannst. Pia macht sich das bestimmt nicht leicht. Sie weiß, dass sie unbeschadet auf eine Niere verzichten könnte. Außerdem haben wir bei Frau Fröse diese Autoimmunkrankheit in den Griff bekommen. Und Pia trägt die Erbkrankheit nachweislich nicht in sich. Aber sie hat auch Verantwortung für die Familie. Was ist denn, wenn sie morgen einen Unfall hat? Roland, machst du es dir Herrn nicht etwas zu leicht? Ja. Kann ich dich mal kurz sprechen? Ich wollte dir sagen, ich werde es tun. Das ist verrückt. Ich kann es nicht ertragen, wenn einem Menschen, der mir wie auch immer nahesteht, etwas geschieht, was ich verhindern hätte können. Das ist völlig verrückt, Pia. Roland, mein Entschluss steht fest. Wenn du es nicht für dich machst, dann mach es für Jakob, für Alina, für das Baby. Du machst doch für mich. Kann nicht anders. Papa, komm, lass uns nach Hause gehen. Uschi braucht mich hier. Aber du kannst doch nichts für sie tun. Pia, du darfst dein Leben nicht in Gefahr bringen. Ich hatte kein Recht, dich zu bitten, Uschi eine Niere zu geben. Papa, mach dir keine Sorgen. Ich will ja. Pia, du darfst das nicht. Was bleibt mir denn noch, wenn ich euch beide verliere? Papa, ich hab doch gesagt, mach dir keine Sorgen. Du glaubst doch nicht, dass sie mich in Rolands Klinik operieren würden, wenn es zu gefährlich für mich wäre. Heißt das, Uschi hat noch eine Chance? Ja. Wenn die Vorbereitungen abgeschlossen sind, dann wird mich sogar Professor Simoni selber operieren. Und du rettest deiner Schwester das Leben? Ja.
Bea, ich weiß nicht, wie ich dir jemals danken soll. Na, sind wir nun eine Familie oder nicht? Und was für eine? Also ich glaube, ich muss dann mal... Und Bea, lass uns diese blöden Streitereien für den Rest unseres Lebens vergessen. Ja, bist du verrückt? Das wäre ja stinklangweilig. So, meine Damen, ich denke, wir sollten uns dann mal fertig machen. Na los, wünsch uns Glück. Mir fehlen die Worte. Das habe ich ja noch nie erlebt. Kommen Sie bitte vorhin. So. Jetzt die letzte Möglichkeit, was abzublasen. Pia hat sich entschieden. Und nun mach. Ich will sie so schnell wie möglich wieder haben. Kannst du dir vorstellen, dass ich einigermaßen erleichtert bin, dass alles gut gegangen ist? Der riesige Rosenstrauß wird als Verzeihung zugelassen. Was denn für ein Rosenstrauß? Den du mir schenken wirst, wenn ich hier raus bin. Doktor? Ja? Ihr habt mir meine Mädels gerettet. Da musst du dich bei Dr. Barach bedanken. Wenn der nicht so stur gewesen wäre, dann hätte ich Pia vielleicht doch noch überredet. Danke, ihr beiden. Roland? Mhm. Sag mal, dieser Dr. Barach ist nicht zufällig unverheiratet. Wieso? Das wäre doch der perfekte Mann für Uschi. Everybody says we're too young. Our love is not going on. We say